verstanden! Ladung gesichert. Cole, schaff deine Jungs hier raus. Wir geben euch Deckung. Ihr habt's gehört. Machen wir einen Abflug, Baby. Cole, die Leuchtenden überrennen Hanover. Machen wir Schluss für heute? Uns fehlt immer noch das Lagerhaus. Und natürlich das Stadion. Oh, natürlich das Stadion. Du machst keine Pilgerfahrt oder so? Hey, ich bin nur gründlich. Schieß ihm in den Bauch! Stark! Scheiß brennt! Verdammt! Achtung!
Weichei! Alles klar! Dann sprechen wir jetzt mal mit den Leuten! Ja, kann's kaum erwarten. Denk dran, wir sind auch nicht anders, Damon. Wir wollen alle nur so gut wie möglich über die Runden kommen. Ah, stinkendes Leuchtvieh. Meine Güte, was zum Geier? Hey, Feuer einstellen! Wir sind auf eurer Seite! Sorry! Was für eine Überraschung. Die gepanzerten Wunder kommen, um uns zu retten. Habt ihr schon mal mit Dankbarkeit versucht? So als Abwechslung zum ewigen Sarkasmus? Ignoriert ihn. Jemand hat ihm als Kind den Teddy weggenommen. Sind alle in Ordnung? Ja, danke für die Hilfe. Wir schulden euch was. Hey, du bist doch dieser Kerl, nicht wahr? Du bist Augustus Cole. Cole Train. Was bringt dich hierher zurück? Hey, du erinnerst dich wirklich an mich, Baby. Bin nur auf der Durchreise, auf der Suche nach Nahrung. Falls ihr was zum Tauschen habt, wüsste der Cold Train das sicher zu schätzen. Na gut, kommt rein. Wir haben zwar kein Essen übrig, aber vielleicht etwas anderes für euch. Ich meinte Vorräte. Zum Glück trage ich einen Helm. Hier lang, Leute. Hey, wir sind auf dem Weg zum Stadion. Gibt's etwas, das wir wissen sollten? Es ist nicht leer. Das hatten wir uns schon gedacht. Sagen wir mal, die Chefin da drüben ist kein großer Core-Fan. Ich würde euch empfehlen, einen Bogen um sie zu machen. Naja, wo Menschen sind, sind Vorräte. Hey, du bist der Cold Train. Vielleicht ändert dein Charisma ja etwas. Hanover ist immerhin deine Heimat. Lustig, sobald die Chor auftaucht, wimmelt es nur so von Leuchtenden. Muss euer Fanclub sein. Ihr wisst, wer der Große ist, oder? Also, was habt ihr für uns? Shampoo? Conditioner? Ein Knebel für meinen Freund hier? Nein, nur Munition. Sie liegt dort hinten. Das ist ein Laden nach meinem Geschmack. Wow, bist du es wirklich, Coltrane? Hallo ihr, wie geht's euch? Ob sie einen Eimer haben, in den ich kotzen kann? Coltrane? Hi, Coltrane. Also, wo hast du es erwischt? Naja, ihr werdet überrascht, wie viel ihr alle im Laufe der Jahre herumliegen lasst. Nicht mehr weit. So, der Coltrane ist zurück! Hey, ho, wie geht's? Schön, euch zu sehen. Es ist gut, zurück zu sein. Lass dich nicht stören. Fehlt nur noch eine Schleife. Michaelson wird hocherfreut darüber sein. Gut gemacht, Cole. Das ist wirklich großzügig, Ma'am. Wir wissen es zu schätzen. Aber gerne doch, Coltrane. Ja, deine Fans lieben dich wohl immer noch. Tja, meine Mutter hat mir Manieren beigebracht, Sohn. Bert an KR-70. Wir haben eine Ladung Munition zur Abholung bereit. Hier ist KR-70, verstanden.
Achtung, Leute, da draußen feuert ein Witzbold auf der Jahrhundertbrücke aus einem Geschützturm wild um sich. Wir halten großen Abstand. Passt auch auf eure Rückseite auf. Ach, in der Nähe dieser Arschlöcher bin ich sowieso immer wachsam. Bad Ende. Okay, nächster Halt, Cougar Stadion. Könnte glatt gehen. Hey, du am Tor! Kannst du bitte aufmachen? Danke sehr! Du bist so beliebt bei den Fans. Toll, wir wollen. Wir haben also ein paar Verrückte auf der Brücke. Ja, und das Schiff muss genau drunter durch. Ach komm, nicht mal die Gestrandeten würden ein Kriegsschiff angreifen. Ich würde die Brücke in die Luft jagen, nur zur Sicherheit. Genau darum wirst du auch nie befördert. Boden vor uns, Leute! Cole, was hast du gleich nochmal gespielt? Ach ja, Damenhockey, oder? Falls du es nicht weißt, Carmine. Baird war ein Sharks-Fan. Er wusste es nicht besser. Er jammert deswegen immer noch. Allvater-Pokal, blinder Schiedsrichter, mehr sage ich nicht. Oh, scheiße. Das Tor ist zu. Hey, Baird, hast du einen Seitenschneider?
Ja, Moment. Pass auf die Stalks auf! Driver! Schieß auf die Kapsel! Besser aus dem Weg. Sehen wir uns das Stadion an. Und dann nichts wie weg hier. Hey, sieh mal, er ist immer noch der Held. Ja, die Faulpelze haben nicht mal seine Statue eingeschmolzen. Das nenne ich mal Respekt. Coltrane? Fuck, du bist es! Wow, Cole! Was machst du wieder hier? Mann, du siehst immer noch wie früher aus. Hey, kommst du endlich wieder nach Hause? Tja, ich kann doch nicht ewig wegbleiben, Baby. Wollte nur mal wieder nach dem Rechten sehen. Hey, willst du ein Bier mit uns trinken? Wir brauchen verdammt gutes Zeug. Danke, muss passen. Bin noch im Dienst. Aber wir suchen nach Vorräten. Wollt ihr mit uns handeln? Sag lieber den Boss. Wir können dich zu ihr bringen. Ich hab gehört, sie wäre kein Fan. Aber auf dich wird sie hören. Du bist der Coltrane. Huhuhu. Hey, der Coltrane macht nicht Wuhu, sondern... Leuchten, sie sind drinnen! Die Starks tauchen mitten im Stadion auf! Warte! Such Deckung! Come on, wir sind oben. Bear, Sam, nehmt das Erdgeschoss. Sehen wir mal, ob die Chefin gute Laune hat. Oh, das ist auch für mich.
Stimmt, den Geruch kriegt man nie wieder raus. Wirst du den Ball hier an einen anderen abgeben? Nimm den Tag frei! Ich sag's dir, Mann, das ist unsere Saison! Guck, heiliges Feld verwüstet! Schlecht! Ja! Wenn die Mistviecher löchern wie einen Fresse! Wow! Bist du okay, Cole? Ha! Der Train hat das immer noch drauf, Baby! Das war ein Trick, den ich erstmals gegen die Eagles im Finale benutzt habe. Natürlich sind die Deppen nicht explodiert. Ja, du hast es noch drauf. So, auf zum Plausch mit der Pennerkönigin. Sovereign an alle KR-Einheiten außerhalb. Schwerer Angriff der Leuchtenden. Schiff wurde geentert. Brauchen Unterstützung. Ich wiederhole. Werden angegriffen und brauchen sofort Unterstützung. Oh, verdammt. Das durchkreuzt unsere Essenspläne. Cole an KR-70. Wir müssen zum Schiff zurück. KR-70 hier. Negativ, Cole. Habe Riesenärger mit Leuchtenden an Bord des Sovereign. Wartet. Roger. Okay. Mal sehen, ob die Chefin uns auf andere Art zum Schiff bringen kann. Na prima, war ja auch zu schön. Oh, Scheiße! Hey, das ist alles eure Schuld. Die Dinger haben uns in Ruhe gelassen, bis die Core aufgetaucht ist. Unser Schiff ist in Schwierigkeiten. Wir wollen schnellstens zurück. Können wir uns ein Transportmittel leihen? Oh, hier sind die Schlüssel zu meiner Luxusjacht. Hey, Core, ihr müsst alleine klarkommen. Raus hier, solange es noch geht. Na los, macht schon, Tempo! Geht runter und öffnet die hinteren Tore! Wir müssen die Leute evakuieren!
Baird, wir müssen die Brücke erreichen. Die Sovereign muss drunter durch. Schon gut, schon gut. Vielleicht können wir die Geschütze übernehmen. Oder uns abseilen, wenn das Schiff unter uns ist. Ma'am, fährt die Seilbahn zur Brücke noch? Ja, aber hier ein Tipp. Vergesst die Brücke. Dort drüben sind Gestrandete, mit denen wollt ihr euch nicht anlegen. Naja, wir probieren es einfach. Wir müssen zurück aufs Schiff. Na dann, viel Spaß beim Sterben. Ist ja nicht mein Arsch. Hey Cole, Sie kennen einen Ausweg. Ich auch. Hier lang. Weißt du, vielleicht hätten wir doch den Weg hinten umnehmen sollen. Hat jemand Höhenangst? Jetzt nicht mehr. Ich liebe die Höhe. Von Herzen. Ganz ehrlich. Komm schon, das Kabel geht noch bis zur Brücke. Und das ist unser Halt. Also los geht's. Kommt schon weiter. Wenn wir das Schiff verlieren, verlieren wir alles.